Hallo und willkommen zu meiner Useless Machine oder auch Leave Me Alone Box. Also das Ding hat mehrere Namen. In Deutsch heißt es entweder Lass mich allein oder Sinnlose Maschine, also Useless Machine oder eben Sinnlose Maschine oder Leave Me Alone Box, also Lass mich allein Box. Gut. Man sieht, ein Schalter, drückt man Schalter, kommt da was und macht diesen Schalter wieder aus. Ja, mehr macht das Ding nicht. Es schaltet sich wieder von alleine aus. Sehr cooles Teil. Habe ich mir selber gebaut. Logisch findet man die Gebrauchsanweisung zuhauf im Internet. Als YouTube-Video und. Ist aber wirklich nicht schwer. So. Wer so ein klein bisschen ein Bastler ist, ein bisschen Ahnung von ja, Elektronik, Elektro, im groben Sinne. Was braucht man? Eigentlich sind es wirklich wenige Komponenten, die man braucht. Einen Schalter. Und zwar einen Umschalter. Jetzt zeige ich es euch mal von innen. Dann ein Servo, den man ein bisschen bearbeiten muss. Man muss eben den Endanschlag rausschneiden und den Motor direkt ansteuern. Dann hier nochmal ein Schalter, der halt sagt, wann er stoppen soll. Ich kann das euch mal demonstrieren. Ihr seht, sobald ich hinten den Schalter drücke, hört er halt auf. Seht hier hinten den Endanschlag und hört dann halt hier hinten auf. Sehr coole Sache. Batteriebox, fertig. Die meisten Useless-Boxen, was man jetzt so wahrscheinlich bei YouTube sieht, haben einen flachen Deckel. Ja, empfehle ich eigentlich auch. Flacher Deckel hat in dem Sinn den Vorteil, dass ihr euch nichts einfallen lassen müsst, von wegen, wie kommt der Arm über diese Lücke? Das ist natürlich bei mir ein bisschen, naja, gefuscht. Ich gebe es gerne zu. Aber man sieht es ja nicht, wenn die Box zu ist. Ich werde auch noch kleinere Verbesserungen dran vornehmen. Ein paar Sachen gefallen mir noch nicht, aber das oben, das gefuscht, bleibt wahrscheinlich so. Die Box habe ich jetzt neu gekauft. Also sie ist nicht gebraucht, auch wenn sie so aussieht. Hier vorne war ein Scharnier, das habe ich abgeschraubt. Das brauchte ich nicht mehr, habe ich weggeschmissen. Bin ich, ja, wenn ich es nicht brauche, schmeiße ich weg. Gab es bei Nanunana für 6 Euro, also 5 Euro noch was. Da ich eine Box haben wollte, die nach was aussieht, wie man sieht, halt sieht aus wie so eine alte Schatztruhe, bisschen eben schon abgeschabt. Und sie war wirklich so, das ist das Geniale. Sie sieht halt ein bisschen alt aus. Fängt auch jetzt schon an zu rosten. Also es ist schon ein bisschen weniger schön. Ja, die Qualität ist, naja. So, dann hat man hier zum Tragen. Sehr cool. Kann man halt an beiden Seiten hin und her schleppen oder an einer. Sehr cool gemacht, die Box. Hier sieht man auch diese sehr genialen Scharniere. Dadurch hat das Ding einen Endanschlag. Mit normalen Scharnieren würde das einfach hinten drüber klappen und wahrscheinlich kaputt brechen. Also eine sehr coole Box, kann ich eigentlich auch empfehlen. Oder ihr holt euch, ja, die Useless Machine kann man auch so kaufen als Bausatz. Kostet allerdings 36 Euro. Puh, muss man selbst wissen. Mir hat es ehrlich gesagt mehr Spaß gemacht, sie zu bauen, ein bisschen rumzutüfteln, wie es geht und etc. Ich packe euch mal ein echt ziemlich cooles Video, wie es erklärt wird, wie es geht und so unten rein. Es ist in Englisch, aber das ist wirklich sehr leicht zu verstehen. Nach dieser Gebrauchsanweisung habe ich das Ding auch gebaut. Also nur muss ich zugeben, ich habe es natürlich nicht ganz so technisch gemacht, wie der Herr Kollege das erklärt. Zum Beispiel, er zeigt, dass ihr einen Radius halt zeichnen sollt. Das habe ich natürlich gelassen. Ich habe es nur ein bisschen nach Freischnauze. Das ist euch überlassen. Entweder ihr macht das wirklich Punkt für Punkt. Ein paar Sachen müsst ihr machen. Ihr müsst zum Beispiel den Motor so anschließen, wie er zeigt. Und auch diesen Anschlag. Apropos Anschlag. Servo. Wie ihr seht, ist ein relativ großer Servo. Es gibt zwei Varianten mittlerweile. Die gibt es bei Konrad relativ günstig. Kostet 6 Euro der Trafo. Servo. Entschuldigung. Nicht Trafo, Servo.
Es gibt noch einen kleineren Servo. Ich rate euch, holt euch erstmal nicht den kleineren Servo. Probiert erstmal mit dem großen klarzukommen. Der kleinere hat einen anderen Aufbau. Da kommt ihr mit der Erklärung nicht mehr zurande. Da müsst ihr andere Wege machen, andere Schritte, und der ist sehr empfindlich und geht schneller kaputt als das große Ding von der Mechanik. Daher empfehle ich euch persönlich, holt euch erstmal den großen zum Rumspielen, falls ihr wirklich da Bock drauf habt, das selber zu bauen. Und ich empfehle euch auch einen flachen Deckel zu nehmen, keine Truhe wie ich jetzt habe. Zigarrenkiste oder baut sie euch selber, wenn ihr da geschickt drin seid. Also einen flachen Deckel, oder man könnte auch hier oben aufschneiden, halt mal einen flachen Deckel und dann hier oben den Schalter einbauen. Es gibt genug Möglichkeiten. Man muss es sich nicht unnötig schwer machen. Das, weil sich das echt schon mit so einer Truhe zwar toll aussieht, aber mit einer Truhe hat den Nachteil, dass ihr euch was einfallen lassen müsst für den Deckel. Wie gesagt, bei mir ist das jetzt so eine kleine Rampe. Wie ihr seht, mit einfach Isolierband abgeklebt ein bisschen. Da ist so ein kleines Holzplättchen hinter, was festgeklebt ist. Und weil Holz natürlich zu sehr reibt, habe ich das so gemacht. Man könnte auch eine Holzplatte einfach quer machen. Das werde ich demnächst wahrscheinlich machen. Die einfach so quer, also hier so drüber kleben oder so. Auf jeden Fall ist das wirklich ein ziemlich easy Projekt eigentlich. Baut ihr maximal 2 Tage dran, je was, wie weit extrem ihr es treiben wollt. Also wenn ihr, sagen wir mal so, Box selber macht, dann dauert es natürlich ewig länger. Wenn ihr einfach eine Box irgendwie gekauft bekommt und alle Teile sofort bekommt, dann ist das wirklich total einfach, total schnell. Ihr müsst auch nicht 100 Pro die Teile nehmen. Oh.